Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Donnyroll und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir ein paar Parallelquests abgeschlossen und jetzt werden wir mal gucken, was hier bei dem Kaioshin der Zeit so abgeht. Diesen komischen Dingen hier, das müssen wir untersuchen, okay. Ja, die hat uns ja gesagt, hier sind irgendwelche Expertenmissionen oder irgendwie sowas aufgetaucht und ja, da schnuppern wir doch mal rein. Ich habe offscreen seit der letzten Aufnahme nichts mehr gemacht und ja. Ich will einfach mal hier ein bisschen weiterkommen, in der Story weitermachen, vielleicht im nächsten Part. Mal schauen, worauf wartest du noch? Aber den Zeitspalt. Und da wartet irgendwie ein Vegeta als Affe auf uns, glaube ich. Jetzt sieht nicht aus wie Vegeta, glaube ich. Okay, das ist besiege Nappa, okay. Nappa als Werfen, okay. Kein Ding. Ich nehme an, der Gegner ist ein bisschen. Oh, hallo. Schwieriger als okay. Warum kann der? Ich komme jetzt sogar aus, um wenn ich spiele. Okay. Irgendwie komisch. Und sollte ich mit jemand anderem als mein Charakter spielen? Da hinten sehe ich Son Goku. Ich sage keine Rüstung an. Bist du nackter Nappa? Oder was? Wir Expertenmission setzen Bosscharaktere Angriff ein, die in gewöhnlichen Quests nicht vorkommen. Fangen wir mit dem Gedankenkontrollangriff an. Okay. Ich nehme mal an, dass alles Computer gestartet, ne? Was zum? Wenn du von einem Gedankenkontrollangriff getroffen wirst, bist du auf einmal in der Welt der Gedankenkontrolle. In der Welt der Gedankenkontrolle stehst du einer falschen Version von dir selbst gegenüber. Besiege dein falsches Ich, um die Kontrolle zurückzugehen, um deinen Rival in die reale Welt zurückzukehren. Okay. Boah. Boah. Ja, ich bin ja voll abgeschwächt. Okay. Ja, die kann man online machen oder so. Du hast den bösen Lock der Doppelgänger besiegt und bist in der Realität zurückgekehrt. Lass uns als nächstes einen Gefährten retten, der von einem Gedankenkontroll angetroffen wurde. Ja, Mann, das sind jetzt keine echten Spieler hier, die Namen und so. Sondern einfach so von Bandai Namco irgendwelche erstellten Namen. Wenn ein Gefährte der Gedankenkontrolle zum Opfer fällt, wird er durch einen schnellen Angriff rausgerissen. Okay. Gute Arbeit, du hast es geschafft, aber du kannst nicht jeden Gefährten von der Gedankentrolle schützen. Jetzt sehen wir uns mal an, was passiert, wenn jemand die Gedankenkontrolle zum Opfer fällt. Er verschwindet dann, ne? Ich kann nichts machen. Egal, Doppelgänger und rette deinen Verbündeten. Werden Gefährten nach Gedankentrolle zum Feinden? Mord scheint bei ihnen nicht zu helfen. Wir müssen sie mit Gewalt wieder in den Normalzustand bringen. Super. Ich will ja voll Schaden anrichten. Wach auf, verdammt! Ich will ja nur helfen, da muss ich einen ganzen Gegner irgendwie besiegen. Also voll anstrengend. Okay. Toll, du hast deinen Gedankenkontrollierten Gefährten besiegt und so wieder in den Normalzustand gemacht. Vergiss nicht, wenn die Gedanken kontrolliert wirst, bist du auch ein Gegner und dein Verbündeten müssen sogar gegen dich. Was? Bist auch du ein Gegner und dein Verbündeten müssen gegen dich kämpfen. Das war's erstmal alles zu Gedanken. Toll. Als nächstes kommt ganze Ki-Explosion. Okay. Was denn? Der Gegner hat gerade eine gewaltige Ki-Explosion verursacht. Ein ernsthaftes Problem, um das Mindeste zu sagen. Wenn eine gigantische Ki-Explosion auf dem Boden trifft, erzeugen sie eine verheerende Schockwelle, die großen Schaden verursacht. Es mag zwar verrückt klingen, aber versuch mal sie zu rammen. Du kannst eine gigantische Ki-Explosion aufhalten, indem du sie mit deinem eigenen Körper triffst. Ja, super, das klingt sehr geil. Locken? Ja, L1. Deine Ki nimmt langsam zu, während du eine Ki-Explosion auffällst, aber gleichzeitig geht deine Ausdauer zur Neige. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, wird dich die Ki-Explosion überwältigen. Wenn du eine Ki-Explosion
hältst, kannst du zusätzlich Dreieck und Viereck drücken, um die Explosion direkt zu attackieren. Du kriegst, solange du noch ausdauerst, und verschaffe dir eine Art Pause. Eine gigantische Kehrexplosion kannst du am besten mit einer weiteren Kehrexplosion aufhalten. Wenn jemand eine Kehrexplosion zurückhält, hilft ihm, indem du eine eigenen einsetzt. Ist dein Key niedrig, halte sie zurück, um deinen Verbündeten Ausdauer zu gewinnen. Eine gigantische Kehrexplosion kann nur eine bestimmte Menge Schaden verkraften und überzähligen Schaden wirft sie zurück. Versuche jetzt eine gigantische Kehrexplosion zurückzuwerfen. Was das? Oh nein! Oh tschüss. Perfekt, du weißt jetzt, was du gegen Gedankenkontrolle und eine gigantische Kirche zusammen tun kannst. Für den Anfang nicht schlecht. Sehr geil. Ja, toll gemacht. Mit Wirkung 85. Das einzige irgendwas gemacht. Das sind Online-Kämpfe, ne? Gut, mal schauen, wie das funktioniert. Ich stelle mir trotzdem nicht so schwer vor gegen so große Gegner. Also einfach mit Kehrexplosion und so bombardieren. So. Komm zurück, und wie war der Zeitspalt? Ich werde überhaupt ziemlich schockiert. Da diese Missionen ziemlich gefährlich sind, schicken wir immer eine Gruppe los. Du meinst, dass ich nicht früher erwähnt habe, aber du hast dich super geschlagen. Dann mal weiter zur nächsten. Wenn du dich um den Schwall gekümmert hast, ist ein neuer aufgetaucht. Da habe ich so gut im letzten Schwall gekümmert, das werde ich bitten, auch diesen hier zu schließen. Kein ab in den Spalt mit dir und lass dir nicht zu viel Zeit. Der ja oder was? Beim Tutorial 1, ne? Ja, irgendwo ist noch eine. Und Spalt mit dir, lass dir nicht zu viel Zeit. So, ist jetzt in der Story was weiter oder was? Ach, da, boah. Thales, okay. Da kann ich ja nur online machen. Weil ich muss 10 irgendwie machen für Mr. Satan, glaube ich. Okay, mal schauen, wie das funkt. Ey. Und jetzt gegen Thales, das kann ich mir doch ein bisschen schwieriger vorstellen. Siege Thales. Hi. Rote Augen. Experiments und setzen Boss-Charaktere angefallen, die in gewöhnlichen Quests nicht vorkommen. Setzen wir uns jetzt sehen wir uns Streuer angefahren. Streuer sind Angriffstechniken, denen du nicht entgehen kannst. Sie verursachen zwar keinen Schaden, aber sie steuern das Ziel Tor Wahrscheinlichkeit in einer anderen Dimension. Ja. Oh nun. Doppelgänger kämpfen oder so. Hey. Der Gegner wartet immer auf dich, wenn du eine andere Dimension gesteuert wirst. Um voranzukommen, musst du den Gegner besiegen. Boah. Okay. Sobald die Dimension, in der du gelandet bist, von Gegnern befreit ist, öffnet sich ein Tor. Geh durch das Tor zum Kampf zurück. Okay. King Fighter. Bist sicher zum oft als Tod des Boss zurückgekehrt, aber ist dir aufgefallen, dass die beiden Kristalle eine böse Aura ausstrahlen? Der Gegner hat dieselbe Aura. Die Kristalle strahlen eine unbekannte Macht aus. Die Stärke eines Gegners Öl. Wenn ich nicht beißen und die Kristalle zerstörst, steckt zum Beispiel in echte Schwierigkeiten. Ich Kristalle. Wieder. Ich kann nicht anvisieren, da. Aua. Ich würde sagen, das sind irgendwie Charakter Namen, die Bandai Namco oder
hergestellt hat, oder sind richtige Spielernamen. Das kann man echt nicht herausfinden, weil die genauso random sind wie die echten Spielernamen draußen weltweit. Rinne Kristall und all zerstört ist dein Gegner deutlich schwächer. Das ist eine Gelegenheit, ihn zu besiegen. Gut, aber damit ist die Aktion überschlagen verwendet. Mach es weiter so bisher, machst du weiter wie bisher, meine Güte. Ice Saiyajins. Oh, Freezer ist beeindruckt. Ausgezeichnete. Okay. Komm zurück, ich wusste, wo wir es schaffen. Die beiden Zweitschweine wurden deutlich geschwächt. Es hat sich nichts verändert. Natürlich hat es das. Sie sind viel schwächer, glaub mir, ich kann das einschätzen. Jetzt, wo ich die Zeitspalte geschwächt hast, muss ich dir nur, sie nur noch versiegeln. Sie können keinen Schaden, nachdem sie geschwächt wurden. Ich habe es nicht eilig. Das ist immer so eine listige Angelegenheit. Lass dich so oft um sie kümmern, wie du willst. Das wäre auch ein gutes Training für dich. Wenn du siehst, dass sich eine neue Zeitspalte auftut, kümmere dich um ihn, so wie du es bei den anderen hier gemacht hast. Okay. Es hat sich jetzt hier keiner geöffnet oder so, ne? Sehen wir auch nicht auf der Karte. Android 21. Ist der überhaupt? Nee, ne? Ja, sonst ist hier aber keiner aufgetaucht, ne? Ja, Story ist wieder am Dingens, am Zeittor. Okay. Ich gehe mal zu C17, weil er hat, glaube ich, wieder eine Mission für uns hier. Den letzten Ziel gesehen. Weiß nicht genau, der jetzt wieder die gleiche Quest oder so zeigt, aber mal schauen. Ja. Da sind wir also wieder. Wie läuft's bei dir so? Hey, kein Grund, so grimmig zu gucken. Ich bin nicht auf Ärger mit dir aus. Unser Ziel dieses Mal ist Son Goku. Mein Partner hat ihn gerade erst gefunden. Ich will mich auf Son Gokus Aufenthalt zu. Magst du mit mir mitkommen? Saiyajin kämpfen noch gerne, oder? Das ist deine Chance, gegen Son Goku persönlich anzutreten. Sobald wir Son Goku getötet haben, kannst du ihn helfen, die Stadt zu. Kannst du uns helfen, die Stadt zu schleifen? Das klingt doch sehr spaßig. Nummer 16, offizielle Geschichte. Meinetwegen. Machen wir das, damit wir auch hier die blauen Quests abgeschlossen haben erstmal. Wir sagen, können wir schon in der nächsten Folge hier weiter eine Story machen. Danach kommt vielleicht noch eine Parallelquest, die wir machen können. Dann mal schauen. So. Wir können einfach gemütlich werden, wenn sie da einfach guckt. Was das erste Mal, wir gegen Son Goku kämpfen, oder? Nee, Quatsch. Die allerersten Dinge haben genauso angefangen. Oh nein, wer kommt denn da noch? Okay, super Saiyajin. Ja, mach mit der 18 rum. Natürlich sind sie alle voll stark. Boah, C16 hält zum Glück viel aus. Boah, ich habe gerade abgewehrt. Das darf einfach nicht wahr sein. Ich kann mein Ding nicht einsetzen, meine Ultimate. Und wenn ich getroffen werde. Wow, das. Oh. Wer macht da gerade die 16 fertig? Da gibt's doch nicht.
Was ist das? Oh, sehr gut. Ich dachte, ich würde ihn nicht treffen. Na, er steht wieder auf, ist klar. Und verwandelt sich in Super Saiyan. Wenn du was Geiles sehen, ich kann mich auch in Super Saiyan verwandeln, ja. Buff, buff, buff. Ja. Und zack! Oh, jetzt bin ich auch golden. Oh, mitten in die Fresse. Jedenfalls weiß ich in zweifachen Super Saiyan. Boah, gibt's euch nicht. Aber ich muss ich den jetzt nicht beschützen. Oder mal Krillin, ne? Warte, wer kommt denn jetzt schon wieder? Oh, ist doch in dieser Story. Wer hat nicht lange Haare, was zum Teufel? Der Weg ist so schwer, ihm lange Haare zu verpassen. Ja, komm schon, frag mal. Okay, ich muss wieder fertig machen. Wer danach kommt, direkt schon wieder einer. Oh, haut er mich noch kaputt. Machen wir dich mal kaputt. Da wird nichts mit der zweiten Parallelquest heute. War wer denn? Boah, ist die 16. Wer hat den weggehauen? Ist ja nur. Boah, könnt ihr mal auf mich. Hallo? Hallo? Alter! Ehrlich? Boah. Wenig Quest ist abgebrochen. Wenn der kaputt geht. Au! C16 kannst du, C18 kannst du auch Dings helfen. Boah, jedes Mal. Ey. Jedes Mal, wenn ich denke, ich kann das abwehren, ne? Au. C18, ich brauche Hilfe. Lass mich doch, oh Gott. Du kannst mich doch heilen, oder? Verdammt! Oh Gott! Ich habe keine Ausdauer. Du hast mich wieder fit. Jetzt komm mal her. Oh mein Gott. Und ich wollte danach noch eine Parallelquest machen. Wie lange ich irre? Nein. Und sie richten uns weg. Tschüss, nein, doch. Son Gohan nicht auch noch irgendwo hier? Ne, Son Gohan habe ich als erstes, glaube ich, gut gemacht, oder? Ja, ja. Wahrscheinlich muss ich 16 am Leben lassen, um die Ultimative hier zu bekommen, ne? Wie soll ich denn das machen? Da kommen so viele starke Gegner. Ich bin schon über Level 60, das kann doch nicht sein, dass ich immer noch so auf die Fresse kriege. Weiß nicht, woran. Mir geht das so auf den Nerven, dass ich die Gegner immer so weit weghauen, ne? Kannst du irgendwie gar keine Kombos machen. Dass die Gegner immer einen Kilometer weg. Boah. Boah. Da, komm. Oh mein Gott. Ja. Wahrscheinlich muss sie 16 am Leben bleiben. Oder war ein nerviger Kampf.
Alter. Welche Level waren die? Waren wahrscheinlich über nur Level 20 oder so, ne? Ist immer so typisch. So, 17. So, ja, ich weiß. Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen. Bist gar nicht so übel. So, was machen wir als nächstes? Ja, toll, ja, du willst noch mal. So, gucken wir mal, ob irgendeine Parallelquest, wenn wir noch dazwischen packen können. Wie kann ich sein, dass die so verdammt mal stark sind? So, ein Level in den Spielen bringt irgendwie nichts. Cyberangriff. Ja, ich glaube, da ist eine neue. Ein paar habe ich schon gemacht. Also die meisten habe ich eigentlich schon gemacht, weil irgendwie das alles doppelte Sachen aus dem ersten Teil waren. So, wir nehmen mal denn irgendwie ein neues. So, gegen die Cyborgs. Wen nehmen wir uns denn da? Wir nehmen uns natürlich Trunks und Songoran. Für ihre blutige Rache gegen die Cyborgs. Oh. Okay, ja, ich werde auf jeden Fall die Story nächstes Mal weitermachen. So, für die Story bin ich irgendwie voll stark, aber für die Parallelquest? Zell wird besiegt, was? Okay. So, die kriegen wieder voll auf die Fresse. Ja, zum Teufel. Alter, was zum Teufel? Das soll noch nie im Leben gewesen sein. Puff, puff, puff. Ja, das ist Karma, ne? Erst kämpfe ich an eure Seite und dann mache ich mich fertig. So läuft das hier. So, pack. Pack, wat? Glaube ich da. War sehr gut. Oh nein, nicht gut. Kann mein Ki und so nicht sehen. Was ist das? Ey, das gibt's doch nicht. Sehr gut. Warum zieht der Angriff so richtig ab? Oh. Ich soll noch eine dranhängen. Piccolo, ha. Warum Piccolo von allen Gegnern? Ich meine, er war zur Cyborg-Saga irgendwie der Stärkste, aber trotzdem. Was zum Teufel? Also, da kommt so eine Parallelquest und die schaffe ich hier locker. 29. Welche Level waren die gerade? Okay, das wollte ich nicht machen, aber sehr gut. Wollte ich total machen. Ich war super Zeichen oder irgendwie sowas verwandeln. Oder irgendwie sowas. Jetzt könnte ich mich in andere Sachen noch verwandeln. Ja, ich kann mich auch in andere Kerne verwandeln. Boah. Krass, ja, das. Boah, das gibt's ja nicht. Das ist nicht auf mich gerichtet, oder? Nee. Und zack. Uff. Da war eine einfache Quest. Was zum Teufel? Sogar Z, was? Da mache ich die eine auch noch, die mir noch fehlt. Okay, die 30 fehlte mir noch. Bitte lass dann auch eine doppelte sein. Dann kann ich die offscreen machen. Na, da war eine überraschend einfache Parallelquest. Herausforderung, muss man sagen. Ich glaube, da ist sogar eine doppelte. Besiege Vegeta. Wenn weder Gott noch Piccolo, ich glaube, das ist auch eine doppelte aus dem ersten Teil. Und wie viele hier noch fehlen? Fehlberechnung der Zeit, das ist aber eine neue, glaube ich. Die machen wir noch. So, wir nehmen ja Trunks und so an. Weil das hat ja sehr gut funktioniert anscheinend. Würde mir nur wünschen, die würden sich auch verwandeln oder so.
machen die irgendwie nie. Wenn ich irgendwie Befehle geben, so, jetzt verwandelt sich in Super Saiyan. Siegen Zeitsoldaten in Übung. So, die kriegen wieder auf, Fresse. Ich hab gesagt, und zack, ich hab gesagt, zack. So. War Zelle schon wieder bei uns? Was ist denn Zell? Ach, Zell ist auch wirklich bei uns, okay. Was Zell will Zell absorbieren? Also jetzt bist du einfach nur gierig, Zell. Ich wette, man hört meinen ganzen Buttonmischen irgendwie in den Aufnahmen. Aber egal. Alter, ich war noch nicht mal. Alter, ich. Wie hat bei denen immer funktioniert? Also voll über Power, ey. So. Gegner wird geladen. Hi. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, so kacke, wenn du einmal getroffen bist, wenn deine Ausdauer weg ist, ne? Hat die mich während meiner wegen meiner Ultimate hat die mich hier getroffen. Ich krieg die Krise. Oh, 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 ich bin pink. Ich bin pink und you can stop me. Auf mich zu ignorieren. Alter. Ich habe schon wieder diesen Dings angefangen. Wollte ich gar nicht. Ich in Dragon Ball, mein Gott. Wir hatten Twink hier so gut wie erledigt. Gut gemacht. Warum könnte nicht so gut sein, wenn ich offscreen irgendwie am Zocken bin? Gegen die Zeitsoldaten. Liegt wahrscheinlich an Tanguan und Trunks. Au! War ein Schwertangriff gemacht? Und was ist das? Ja, sehr gut. Da kommt noch jemand, noch ein Zeitsoldat, ne? So, was heißt im Zweikampf? Okay. Wuff. Ich freue mich schon auf die Buu-Saga. Die ganzen coolen Charaktere wie Vegetto, Gotenks, Mr. Satan, Fidel. Au! Ganzen Buu-Form. Oh, sehr gut, 55 Treffer. So kann man die ganzen Mr. Satan Dinger kriegen, nehme ich an. Also mir raten, Zell darf nicht verrecken, oder? Finger weg von Zongguan. Kannst du es wagen? Alter, was? Haben wir schon wieder seine Abwehr gesprochen? Alter, fliegt nicht so weit. Alter. Nee, niemals. Nein. Wuff. Ey, willst du mich? Aua. Ist gut, Mann, Songwan. Sag gute Nacht.
Das gibt's doch jetzt nicht. Oh nein. Es keine Wahl, willst du mich auf den Arm nehmen? Son Gohan, lend me a hand. Das ist witzig, weil er nur einen Arm hat. Eigentlich. Uff. Verstehe nicht, warum die irgendwie einen Einarmigen kämpfen lassen, obwohl er noch beide Arme hat. Ich weiß. Nur um die Leute irgendwie zu erinnern, dass er irgendwie einen Arm hat in der Serie, oder was? Meine Güte. Ja, dann haben wir auch noch geschafft. Es ist schon wieder 31 Minuten, Gottverdammt. Würde ich sagen, ich beende Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Abo, ein Like, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Nur wenn es euch nichts ausmacht, was es wahrscheinlich sein wird, oder? Gut. In dem Fall sage ich dann Dankeschön für Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.